Sziasztok! Und auch heute lege ich für euch die Karten. Und zwar, es geht hier heute um diesen Vollmond im Widder. Der gibt dir ein Selbstwertgefühl. Der kann dieses Selbstwertgefühl stärken. Deine Wünsche sollst du wahrnehmen. Und alles fließt, was nach außen fließt, kehrt auch wieder am Anfang zurück. Du hast hier einen Neubeginn. Und die Energie verstärkt sich und Glanz des Mondes kannst du dann nicht vermehren. Es geht um die Schönheit, die in dir ist und dich umgibt. Und es geht um dein Vertrauen, dass du in Vertrauen kommst. Achte auf deine Wahrnehmung und sprech das aus, was du wahrnimmst. So wirst du auch frei. Und so kommst du hier in diese innere Familie. Und da ist auch eine gewisse Seelenlicht in dir, dann kann sich das auch sehr vieles bei dir auch wirklich vollenden. Ja, es geht hier Stück weit darum, also für den weiblichen Anteil, dass du die intuitive Zugänge nutzt und es geht auch zum Wohle des Kollektiv auch wirken lässt und für den männlichen, ja, dass man die Perspektive wechselt und dass man erkennt, dass der Blickwinkel ja auch anders erreichbar ist. Also dass dieser Vollmond natürlich auch die Möglichkeit dafür gibt. Ja, so, dann lege ich natürlich die Wochenschau aus, denn was erwartet dich in dieser Woche, wollen wir auch einfach schauen, konzentriere dich. So, ich habe die Zigeunerkarten dabei und natürlich kannst du auch heute bei dem Vollmondritual gerne teilnehmen. Schau dir das doch mal an. Ja, was sollst du hier auch wirklich erfahren? Also ich sehe hier schon, wie gesagt, also beginnt schon gut. Es geht um die feste Partnerschaft und es geht um den Glück. Es geht aber auch hier um Eifersucht, es geht hier um die Sehnsucht und es geht hier um die Hoffnung. Und was wird dieser Vollmond alles bei euch bewirken? 2, 4, 6, 7, 8, 9 Karten, ja. Und ich habe immer noch ein paar Röschen hier dabei. Und wir schauen jetzt, wie das weitergeht, ja? Mit euch zwei. Wir schauen, wie das weitergeht. So. Cool. So, der Herzensmensch. Also 4 mal die 9 ist 36. Wir schauen jetzt. Ja. Gut. Ihr seid in einer Reihe, ja? Ihr seid in einer Reihe. Das ist doch schon mal Subi. Und wir schauen jetzt mal, ja, was die umliegenden Karten sagen. So, ich sehe hier, also definitiv sehe ich hier, also von, wie gesagt, also 9. und 10., das ist dann der Sonntag und Montag, also geht, deine Gedanken gehen um Partnerschaft und seine Gedanken um Glück. Vielleicht ist da auch jemand eifersüchtig, weil der Sehnsucht hat und hofft auf einen Neuanfang, ist aber noch ein Restmangelgefühl da. Es kommt eine freudige Überraschung und es geht hier um Ankommen, ja. Dann schauen wir weiter. Also hier beginnen die Portaltage. Also wie du siehst, die Portaltage symbolisieren auch schon, also die 11. ist ja auch unglaublich. Ja, also die 11. ist schon unglaublich, wie soll man das sagen? Ja, anders. Die 11. ist ja sehr öffnend, aber hier haben wir auch am 10. haben wir
wirklich eine große, kraftvolle Portal, also Venus-Waage-Opposition. Und im Chiron im Widder. Und das ist ja schon, also auch eine Energie, was auch ganz, ganz vieles als so ein Zehnerportal auch wirklich bewegt, weil also es wird die Weiche auf Harmonie gestellt, auch wenn ihr zum Beispiel auch die Gefühle schwerfällt anzunehmen, da kann man wunderbar innere Muster und Verletzungen auflösen und Wunder in Beziehungen ziehen. Und also auch am Vollmond gibt es ein Ritual und auch hierzu dieses Venus-Waage-Opposition. Denn am 11. beginnt ja der Portaltag, das habe ich euch ja gesagt. Also am 11. so, und das ist das erste Tag, ist in der Energie des Loslassen. Da kannst du dich auch für den Portaltage-Marathon anmelden. Brief, Wünsche loslassen. Hier, da kommt das Geschenk in Freude, das Loslassen, der Diebstahl, der Unglück. Und ich sehe schon die Beständigkeit, dass hier etwas sich bewegt, in Gleichgewicht kommt, auch bei deinem Seelenpartner, dass man belastende Dinge loslassen kann und erlösen kann. Ja? So, dann haben wir, also 11. und 12. ist schon direkt hier, es geht es schon um die Angst loslassen, also fesselnde Emotionen loslassen, die Wahrheit erkennen, ja, wovon man sich nicht fürchten sollte, ne? Und ja, die Angst in Liebe verwandeln, also. Dann kommen wir zum 13., 14., ist auch ein Portaltag, es geht um die Vollkommenheit. Wissen, dass alles, was dir auf deinem Lebensweg begegnet, immer hilfreich ist. Also der Seelenpartner in Gedanken ist bei dir da. Also hier sind noch so ein bisschen Ärger und hier ist auch noch eine gewisse Falschheit da, also in der Liebe. Vielleicht auch eine Enttäuschung oder eine Falschheit. Und das sollte transformiert werden. So, bei dir ist auch irgendwie ist was falsch gelaufen, diese Feindlichkeit, also 13., 14. Ne? Also auf jeden Fall, Moment, 9., 10., 11., 12., 13., 14. Und dann zeigt sich auch du, dass es hier was kränkelt in der Liebe. Du bist eins mit allem. Und ja, du bist, was ist und dein vollkommener, unendlich geliebter Teil der Urschöpfer der Quellen. Also du bist, was du bist. Also ich sehe das hier durchaus wirklich positiv. Ne? Also das wandelt sich durch diese Portaltage. Dann kommen wir zum Samstag, Sonntag wieder. Und das ist nochmal, vielleicht kommt noch eine Zweifel hoch, kommt noch vielleicht der Spiegel hoch, vielleicht werden dir durch die Zweifel bei dir was gespiegelt auf Seelenebene, in deine Seelenpartnerschaft, vielleicht bist du auch traurig, vielleicht fühlst du auch die Traurigkeit deines Seelenpartners, es geht um die Begegnung und es geht auch darum, ja, dass du auch Botschaften hier erfängst und es geht auch darum, dass das hier auch wirklich in der Fülle geht und die Treue zeigt sich hier und du kannst alles Negative auch loslassen. Finde ich großartig. Also das wird wirklich eine mega Woche sein. Und ja, also sei gerne bei dem Portaltag Energiekreis auch dabei. Alles findet ihr immer unter dem Infobox. Ich kann es euch nur wirklich sagen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ist für euch hilfreich, freue ich mich riesig. Das soll jetzt auch nicht so überschwappend rüberkommen. Aber ihr könnt ja auch, sind ja immer wieder neue Menschen dabei, die kennen mich noch nicht, was ich alles auch an Dienstleistungen anbiete. Aber ich freue mich. Ich freue mich und fühlt euch umarmt. Ich sage Dankeschön und bis bald.